Verhältnis zu Hunden war lange Zeit gar keins. Ich hatte kein Verhältnis zu Hunden, also ich hatte auch kein Bedürfnis danach, einen zu haben. Seit 1,5 Jahren aber bin ich Mitbesitzer eines Hundes. Ich teile ihn mir mit meiner Tochter. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wer vorne und wer hinten nimmt oder wie wir ihn teilen, aber er ist sehr viel bei mir und ich unternehme sehr viel mit dem Hund. Und ich muss sagen, ich habe spät, aber dennoch eine große Liebe zu Hunden entdeckt und mag sie sehr gern, mag ihn jetzt wirklich sehr gern, auch andere Hunde sehr gerne. Und ich glaube, dass also diese beiden Hunde, die in meinem Buch eine Rolle spielen, sind natürlich ein Symbol. Und Ellen sagt ja einmal, wie unfassbar einfach es ist, den Elvis glücklich zu machen, indem man nämlich diesen Hund bekommt, um den er sich kümmern darf und der ihm vertraut und der für ihn da ist und der nichts von ihm will und ihn nicht kritisieren wird, sondern einfach da ist und sich freut. Und für Ellen ist der Hund auch ein Symbol ihrer Sterblichkeit, glaube ich.